Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch die Oktoberausgabe der Glossybox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt und das hier ist auch meine Kooperationsbox. Ich verlose aber tatsächlich auch immer meine Box an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich weiß noch nicht genau, wann dann meine Box eintreffen wird und ob sie das gleiche grüne Design hat oder ob die in diesem Mauve-violetten Design kommen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, also wunderschön. Ich habe übrigens, Fakten. Kennt es noch. 12,50 Euro, ab 12,50 Euro kostet die Box pro Monat und man bekommt sie monatlich nach Hause geliefert mit mindestens 5 Beauty-Produkten, Pflege, dekorative Kosmetik. Es ist immer eine schöne Reise, auf die man mitgenommen wird und ich habe einen Code, Glossy Claudi, der gibt dir 20% auf dein erstes, auf dein Abo halt, ne? Und ja, gönn dir auf jeden Fall, wenn du möchtest. Ich habe auch alles in der Infobox verlinkt. Ich bin einfach geflasht von diesem Design, denn als ich auf dem Glossy Event war, Anfang September war das, war tatsächlich auch diese Box ausgestellt. Und haben so viele auch in dem Vlog gefragt, boah, sind das Boxen, die noch kommen oder gab es die mal? Offensichtlich ist es die Oktober-Variante. Und ich habe jetzt einfach mal den Deckel entfernt und auch da haben wir diese astrologischen Dinger drin, also diese Symbole für Zwilling, für Krebs und so weiter. Und es riecht hier irgendwie nach Essen. Ich weiß nicht. Lebkuchen. Ist das die Kerze? Nee, das kommt hier raus. Wow. Wow, das ist intensiv. Das riecht super gut. Ich bin gespannt. Also, hier haben wir einmal nämlich, das, wie es dann von innen aussieht. Boah, ich bin gerade von diesem Duft so geflasht. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Ach, das riecht so. Glossy Oktober, digitales und Glossy Magazin haben wir in der App dann drin. Nicht in der App. Im Internet können wir den QR-Code scannen. Written in the Stars. Ja, natürlich. Und guckt euch diese wunderschöne Frau an. Ich falle vom Glauben ab. Glossy Box Written in the Stars Edition. Hey Glossy, deine Beauty-Sterne stehen in diesem Monat richtig gut. Denn mit unserer Written in the Stars Edition bist du in Sachen Pflege- und Kosmetikprodukte bestens für die Übergangszeit ausgestattet. Außerdem überrascht die Oktoberbox mit einem von zwei galaktisch schönen Special Designs. Safe, also das finde ich richtig schön. Welches davon hältst du gerade in deinen Händen? Ja, und für mich persönlich ist das grüne Design schöner, weil, wie man offensichtlich heute an meinem Look sieht, ich bin ein Fan von Grün, mag ich total gerne. Grün-Gold ist es ja auch, ne? Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eher dieses grüne Design feiert oder dieses rötlichere. Rot, lila, violett, Gedönsen. Ich will das jetzt hier mal echt aufmachen, weil das riecht hier so gut raus. Das ist ein ganz... Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kommt das dann von einem festen Shampoo oder so. Und dann denke ich mir, schade Schokolade. Aber es riecht wirklich gut hier raus. So. Dann machen wir das Schätzelein einfach mal auf. Und haben dann hier den Blick in die Box. So sieht das aus. Es sieht toll aus. Wir haben hier dieses schöne Krüvelpapier. Wir haben hier auch wieder Grün-Gold. Oh. Ich bin auch gespannt, wie dann die Alternativprodukte sind, denn nicht jeder hat ja die gleichen Produkte drin. Meistens sind so 2, 3 Produkte in den Boxen identisch und die restlichen Produkte kommen dann aus einem gewissen Portfolio. Ich nehme mal hier den größten Klopper raus und zwar ist das, wow, die haben schon wieder von Rituals hier was reingepackt. Ein Foaming Shower Gel mit Neroli und Sandelholz, okay. Happiness, The Ritual of Joy. 200 Milliliter, ist das gegebenenfalls eine neue Reihe, Leute? Denn die sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ich kenne die nicht. Oh, es riecht wirklich gut. Oh, Nabben. Finde ich sehr cool und es passt irgendwie halt auch zum Design der Box und so. Und das finde ich toll. Hier habe ich, glaube ich, das Produkt, wo der Duft dann herkommt. Ja, der Ingwer. Der Ingwer. Das feste Shampoo von Garnier wahre Schätze. Mit Inhaltsstoffen pflanzlicher Basis. Revitalisierend, belebender Ingwer ist damit drin. Extrem ergiebig. Strapaziertes, geschädigtes Haar, 60 Gramm. Das ist wundervoll. Und ich möchte das auch super gerne unterstützen, dass die Firmen auch sagen, Mensch, wir packen euch in die Boxen dann auch feste Shampoos und feste Duschprodukte und so rein. Leider spielt meine Kopfhaut da nicht ganz so mit. Die sagt nämlich nie, also so feste Shampoos, die trocknen die einfach zu sehr aus.
Ja, ist echt traurig. Aber finde ich, also per se, wie gesagt, sehr geil und es riecht richtig, richtig gut. Ich weiß auch nicht, was ich gerade habe. Jetzt gerade feiere ich diesen Duft so sehr. Manchmal, ne? Hochschwanger, sie darf das. Das ist so die Ausrede für alles einfach im Leben gerade. Und solange ich sie noch habe, kann ich sie ja machen. 4 Wochen, Leute. 4 Wochen. Tick-Tack, tick-Tack. So, ziemlich cool. Nur leider gerade nicht für mich. Alto Belli, wir haben hier was von The Body Shop drin. Also die Party geht bei dieser Box wirklich hart ab. Also wir haben mit Rituals hier so ein richtiges Staple-Produkt drin. Weil ich finde, in jeder Box, wo du ein Rituals-Produkt hast, das feierst du erstmal, oder? Also ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier etwas, was einen geilen Duft gibt. Und wenn Düfte in Boxen drin sind, da bin ich auch direkt abgeholt, weil ich mag das einfach, wenn ich schon diesen Deckel abnehme und so ein irgendwie Dufterlebnis habe, wenn die Sinne angesprochen werden. Und dann kommen sie hier auch noch mit The Body Shop Edelweiß um die Ecke. Finde ich ziemlich cool. Das ist ein Cleansing Concentrate, 100 Milliliter, enriched with Leontopodic Acid. Läuft. Also quasi, soll halt die Haut reinigen. 100 Milliliter und auch The Body Shop ist einfach, wir freuen uns doch drüber. Muss ich wirklich sagen. Also ich freue mich definitiv drüber. Das ist auch schön zur Gesichtsreinigung eine gute Geschichte. Beim Double Cleansing verwende ich das tatsächlich als zweiten Schritt. Ne? Erst nehme ich halt einen Cleansing Balm, um Make-up aufzubrechen, runterzunehmen und so weiter. Und dann wasche ich halt wirklich porentief rein mein Gesicht mit solchen Reinigern. Also das ist, ich finde das wirklich toll. Er hat gepupst. Und das riecht einfach nur frisch. Da hast du jetzt keinen großen Eigenduft, aber das ist schon cool. So, ich habe hier auch noch zwei Produkte drin. Dann nehme ich doch erstmal die dekorative Kosmetik hier raus. Das ist von Kriolan etwas. Kriolan ist Theater-Make-up. Make-up ist Science, auf jeden Fall. 50 steht hier drauf. Also das scheint dann die Farbe 50 zu sein. Ein Face-Liner. Auch interessant, ne? Wenn man jetzt so Richtung Halloween denkt. Okay, das ist ein ganz dunkles Blau. Wenn das wirklich die Farbe ist, die jetzt hier auch außen zu sehen ist, ne? Dann ist es ein ganz dunkles Petrolblau. Ja, ein anspitzbarer Stift, ein Faceliner, da kannst du dir da einen malen. Also ich plane ja auch tatsächlich einen Halloween-Look zu schminken, Leute. Keep your fingers crossed. Aber da wird der, glaube ich, nicht passen. Da brauche ich tatsächlich einen ähnlichen Augenlook wie das hier. Das werden grüne Augen tatsächlich sehr intensiv geschminkt. Meine Haare werden schwarz-weiß. Na, könnt ihr euch schon vorstellen, was ich schminke? Knallrote Lippen. Ja, und Color Code 50. Also, ja, dekorative Kosmetik haben wir auch noch mit dabei. Finde ich gut. Bin eigentlich kein Fan von Kajalstiften, aber so, wenn da Faceliner, irgendwie catcht einen das dann doch schon, ne? Und dann habe ich hier das letzte Produkt von Mitchell & Peach drin, Flora Number One Fine Radiance Face Oil 10 ml. Ich meine, dass ich das schon mal verwendet habe und Gesichtsöle sind jetzt einfach in der trockenen Jahreszeit super gut bei mir. Verwende ich unheimlich gerne. So eine kleine Geschichte ist auch gut für mich, für die Kliniktasche. Das Ding, was hier ist, ist, glaube ich, dass er sehr, eher vor allem, ja, das Produkt ist sehr stark duftend. Also nicht parfümiert, sondern durch die ätherischen Öle müsste das sein. Das heißt, kann dann, ja, es ist nicht aus Glas übrigens, potenziell reizend sein. Da muss ich dann einfach nochmal gucken, weil ich möchte ja eigentlich gerne ein so mildes Produkt wie möglich nach der Geburt halt entsprechend verwenden und dann auch in die Krankenhaustasche packen. Übrigens drehe ich da natürlich ein Video drüber, ne? Und klar, wer hätte es gedacht? Typisch, ne? Auf jeden Fall, ja, haben wir das hier mit drin enthalten. Finde ich gut, Mitchell & Peach ist auch eine angenehme Marke und ein Gesichtsöl ist gut für Feuchtigkeit und so. Also Leute, schöne Box. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Aber wir haben was für den Körper, wir haben was für die Haare, wir haben was fürs Gesicht, wir haben dekorative Kosmetik. Also viel mehr brauche ich da nicht. Ja, und das für 12,50 € mit einem schönen Warenwert würde ich jetzt einfach mal so tippen. Jetzt nicht so mega hoch. Gibt Essen. Ja, das ist so groß. Reicht jetzt hier auch.
Ja, dann gehe ich jetzt mal eben runter, ne? Aber passt ja auch. Also ich finde die Produkte gut. Ich glaube nicht, dass der Warenwert mega hoch ist, aber wir haben Produkte, die wir durchaus gut verwenden können. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne auch mal austauschen. Ansonsten alles in der Infobox verlinkt, auch wie ihr dann theoretisch, wenn ihr möchtet, euch ein Glossy-Abo zulegen könntet. Ich finde es halt immer irgendwie schön. Ich mag das. Ja, und das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!